Hallo, mein Name ist Alexander Pilarski. Ich möchte Ihnen heute ein Gericht vorstellen. Ein herbstliches Gericht. Spinatwachtel auf Meerrettichkraut und kleinen Kartoffeln. Für das Gericht brauchen wir die Wachtel. Die Wachtel lösen wir jetzt aus, und zwar die zwei Brüste und die zwei Keulen. Geht relativ schnell. Sie müssen einfach nur am Rückgrat entlang schneiden. Und dann haben Sie schon die erste Brust. So, das machen wir hier beim zweiten auch. Einfach hier lang schneiden. Dann haben wir hier noch den Flügelknochen. Den nehmen wir auch weg. So. Hier haben wir die zwei Schenkel. So, das nehmen wir erstmal weg. Lösen wir eigentlich auch ganz einfach aus. Hier ist ein Gelenkknochen, durchschneiden. Hier Gelenkknochen, durchschneiden. So. Okay, dann nehmen wir uns jetzt hier diesen Schenkel und lösen die zwei Knöchelchen hier aus. Ja? Geht im Prinzip ganz einfach, haben wir jetzt hier schon vorbereitet. So, jetzt werden wir die Wachtel füllen. Dafür nehmen wir uns Klarsichtfolie, legen die aufs Brett. Dann legen wir die Wachtelbrüstchen als erstes hin. Und dann haben wir uns eine Farce hergestellt. Eine Farce aus Geflügelbrust. Eine Farce ist eine gekutterte Masse mit Sahne und Eiweiß. Ja, also so klein gekuttert. Bei dieser Hähnchenbrust müssen wir jetzt kein Eiweiß dazu tun, weil hier schon genügend Eiweiß drin ist. Ja, also das ist nur Hähnchenbrust mit Sahne. Unter diese Farce haben wir noch etwas Blattspinat gegeben. Der ist vorher blanchiert und schön ausgedrückt, dass da kein Wasser mehr enthalten ist. So, die Farce geben wir jetzt auf die Wachtel. Das muss nicht viel sein. Zwei Löffel. Drücken das so ein bisschen an. Dann nehmen wir uns die ausgelösten Schenkel und die legen wir so auf die Wachtel. Ne? Schön andrücken bzw. schön überlappen. Dann machen wir uns mit der Klarsichtfolie, also mit Hilfe der Klarsichtfolie, machen wir jetzt eine Rolle. Ne? Geht am besten vielleicht auf so einer Unterlage. So, dann haben wir jetzt hier die Rolle. Dann nehmen wir uns nochmal Klarsichtfolie und legen darauf zwei Schinken oder Sie können auch Speck nehmen, wenn Ihnen das mehr zusagt. Das Ganze bestreichen wir wieder mit ein wenig Farce und rollen damit die Wachtel ein. Und legen den Wachtel auf den Schinken. Ne? Dann rollen wir das Ganze wieder ein. Die Farce ist auf dem Schinken gewesen, damit es besser haftet. Ne? So. Dann schlagen wir das Ganze ein. Und rollen das wieder fest. So. Da wir die Wachtel heute sous vide garen möchten, ne, das ist ein spezielles Verfahren, was wir verwenden hier im Restaurant. Zu Hause ist es ja etwas schwieriger. Ne. So, wir vakuumieren das Ganze jetzt, das heißt, wir entziehen dieser ganzen Sache Sauerstoff. Wir haben der Sache jetzt diesen, wie gesagt, den Sauerstoff entzogen und müssen schauen, dass das schön straff ist, so wie jetzt. Ja? Deswegen, damit wir nachher beim Schneiden schöne Medaillons bekommen. Ja? Das Ganze, deswegen haben wir auch damit als erstes angefangen, kommt jetzt in ein Wasserbad. Ja? Bei 58 Grad wird das circa eine Stunde lang zart gegart. Ne? Das ist aber nur der erste Vorgang. Dann nehmen wir uns jetzt die Beilage vor. Ne? Die Beilage ist, wie gesagt, Meerrettichkraut. Eigentlich ganz simpel. Ne? Sie nehmen sich einfach frisches Sauerkraut
Und dann haben wir uns hier ein paar Gemüsewürfel geschnitten aus Zuckerschoten und Karotten. Sie können da auch ganz simpel was anderes nehmen, Sellerie oder Paprika, also wie es Ihnen gelüstet. Ne? Dann nehmen wir dazu jetzt Sahne, geben wir in den Topf oder in eine Sauteuse. Ne? Die Karotten sind vorblanchiert. Ne? Bei den Zuckerschoten müssen Sie das nicht tun, weil das ist, braucht man nicht. Ne? Also wie gesagt, das frische Sauerkraut in die Sahne. Das ist vielleicht ein bisschen viel für eine Portion, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt die gekochten Kartoffeln und geben die mit in dieses Sahne-Meerrettichkraut. Ja. Wer das nicht mag, kann die Kartoffeln natürlich auch separat noch mal kurz in Butter anschwenken. Ja. So, das Ganze lassen wir so ein bisschen wallen, damit die Kartoffeln auch heiß sind. Ja. Und wenn die Kartoffeln dann heiß sind, geben wir unsere Gemüsewürfel dazu. Das ist also eine ganz simple und schnelle Geschichte. So, also nach ca. 3 Minuten geben wir den Meerrettich dazu. Sie können frischen Meerrettich nehmen. Wir machen uns das jetzt ja ganz einfach. Wir nehmen einfach Gemüse-Meerrettich aus dem Glas. Ja. Das Ganze können Sie jetzt von der Platte nehmen und einfach heiß legen oder heiß stellen. Ja. Die Beilage passt natürlich auch zu anderen Gerichten. Sie können da ein schönes Zanderfilet auf der Haut gebraten oder ein Welsfilet, also jetzt kein Fischfleisch, sondern ein Fisch. Das passt auch hervorragend. Ne. Oder vielleicht ein Kassler, würde auch passen. Ne. Aber wir machen es eben zur Wachtel. Ne. So, wir nehmen jetzt die Wachtel aus dem Wasserbad. Die war, wie gesagt, 1 Stunde hier drin. War bei uns natürlich keine Stunde drin, sondern bloß 10 Minuten. Ne? Weil die Wachtel war schon vorbereitet. Das ist, das ist das Schöne am Sous-Vide-Verfahren. Es ist alles schon auf dem Mise en place, ne? Also im Kühlschrank praktisch. Und wenn der Gast dann kommt, man legt das bloß noch 10 Minuten ins Wasserbad und es ist dann fertig. Man muss sich auch keine Sorgen mehr machen um Gartechniken, ob es Medium ist oder ob man es verkocht hat oder verbraten. Das spielt da keine Rolle, weil es hat immer den gleichen Garpunkt. Ne? So, wir nehmen jetzt die Wachtel. Lösen die aus der Folie. Das ist immer etwas pieplig, aber das passt schon. Das kriegen wir hin. So, lösen das wie gesagt aus. Die legen wir jetzt trocken. Damit also kein Fleischsaft mehr an der Wachtel ist. Sonst würde das beim Braten anbacken. So, sehen wir uns in eine kleine Pfanne. Schauen, dass die Hitze nicht ganz zu stark ist. Kommt ein bisschen Öl rein. Und dann nehmen wir uns die Wachtel und braten die an. So, dann schauen wir, dass die schön ringsrum angebraten wird. Deswegen haben wir den Schinken mit drumherum gemacht, dass das Ganze hält. Sie können auch Zucchini nehmen oder ein Schweinenetz. Ne? Das brät sich dann weg beim Braten. Ne? Ist so diese Innenwand des Magens, das Schweinenetz. Ne? Aber wir haben jetzt Schinken genommen, weil das ist einfach mal geschmacklich etwas intensiver als dieses Schweinenetz. Ich mag das nicht so besonders. Ne? Gut. Wenn das Ganze angebraten ist, geben wir so ein Stückchen Butter mit dazu. Und dann können Sie sich so ein paar Kräuter nehmen. Thymian, Rosmarin. Und dann lassen wir das Ganze hier noch so ein bisschen schmurgeln. Ne? Dass das so ein bisschen den Geschmack dieser Kräuter annimmt. Nicht mehr zu viel Salz dazugeben, weil der Schinken ist ja schon salzig genug. So, dann haben wir wie gesagt unser Meerrettichkraut. Das machen wir jetzt noch ein bisschen heiß. Wir müssen natürlich aufpassen, dass die Zuckerschoten nicht ganz zu grau werden. Beim Anrichten des Gerichtes hilft mir meistens immer so ein Ring. Da können wir dann das Kraut rein in diesen Ring geben. So, das dient ja als Hauptgericht. Ne? Und dann geben wir uns die Kartoffeln dazu. Ich im Lokal mache natürlich
noch in Sößchen drumherum. Ne? Hier ist es in Kalbsschü. Dann nehmen wir uns die Wachtel und schneiden die in drei Teile. Ne? Wie man sieht, schön saftig. Ne? Das ist das Schöne an dieser Sous-Vide-Geschichte. Es bleibt alles saftig. Es wird nicht verkocht, verbraten, wie auch immer. Jetzt können Sie den Ring abnehmen. Dann vielleicht noch ein bisschen nachwürzen. Oben. Und das Schöne ist, man sieht das auch hier, der Spinat ist grün und nicht grau. Ne? Obwohl das eine Stunde im Wasserbad gelegen hat. So, das Ergebnis von unserer Sous-Vide-Geschichte heute ist dieser schöne Teller. Und beim Nachkochen wünsche ich Ihnen viel Spaß. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de